Abonnieren nicht vergessen. Moin, Mahlzeit, Freunde des schraubenden Schlüssels. Wieder mal ein Lok aus der Werkstatt mit Renés Pumpe, die man hier im Hintergrund sieht. Und zwar war Alex eben da mit, von Alex Film und hat mit mir nochmal ein Video gedreht zum Einstellen der Nockenwelle bzw. des Lagerspiels. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen beim weiteren Montieren, dass Renés Pechsträhne tatsächlich nicht abreißt. Wenn man hier genau auf die Nockenwelle vorne drauf guckt, dann sieht man nämlich schön, dass die extremst vorne eiert. Also wer auch immer vorher diese Pumpe gemacht hat, hat sich echt Mühe gegeben, so viel kaputt zu machen wie möglich. Ich gehe mal davon aus, ich konnte ja dank des großen Lagerspiels wegen des abgerissenen Lagersitz am Reglergehäuse mit dem Ansetzer vorne das Stirnrad abmachen. Und ich gehe mal davon aus, dass der Vorbesitzer, also der Vorgänger, der das Ding überholt hat, da ein bisschen mehr Probleme hatte und dabei wohl das Gewinde verzogen hat. Naja, mal schauen. So, ich habe jetzt, um meine These zu untermauern, mal eine Messuhr dran gemacht und das Stirnrad drauf gesetzt, dass man auch wirklich mal genau sieht, ob denn der unrunde Lauf auch da ist, wenn das Stirnrad drauf ist. Und man sieht hier schön, dass es in einem Bereich von 0,3 mm tatsächlich Spiel hat, was in meinen Augen jetzt nicht allzu kritisch ist. So, nach meiner Messung bin ich dann mal ins Lager getappt und habe mal geguckt und ich habe tatsächlich noch eine passende Nockenwelle, die nahezu neuwertig ist. Ich verwende gerade meine Hand für den Autofokus zu zwingen. Man sieht hier, die hat echt keine Laufspuren. Und die werde ich jetzt mal inbauen und dann werde ich den Test wiederholen. Ja, und wir sind hier gerade noch den Spuren des Vorgängers auf der Spur. Man sieht hier schön die 3-4 hellen vermackten Zähne. Also es muss schon mal vorher irgendwas passiert sein. So, es ist auch tatsächlich auf zwei Seiten, also es ist genau gegenüber. Das ist jetzt die andere Seite. Und man sieht schön, die anderen sind und bleiben schön matt. Na, genau, so. Also irgendwas muss an der Pumpe mal vorgefallen sein, dass vorne die Nockenwelle komplett schief gerissen hat und Schraubstockspuren, die verteilen sich nicht über so viele Zähne, außer jemand hat echt öfter angesetzt und hat eventuell das Stirnrad nicht runtergekriegt. Naja, mal sehen. Ich tausche jetzt erstmal die Nockenwelle und messe dann nochmal. So, nachdem ich dann jetzt das Stirnrad getauscht, die Nockenwelle getauscht habe und das Stirnrad wieder montiert habe, ist das Problem leider tatsächlich immer noch dasselbe. Also liegt nicht an der Nockenwelle, sondern liegt tatsächlich am Stirnrad. Also man sieht hier schön, die ist genau genullt. Und es ist genau dieselbe Form wie vorher mit 0,28 mm Spiel. Apropos, also falls du dich schon mal gewundert hast, wie ich denn so ein Stirnrad überhaupt abziehe, weil die sitzen ja echt derbe fest auf dem Konus. Ich habe hierfür einen Dreiklauenabzieher, der sich schön ans Stirnrad anschmiegt. Ich habe nur jetzt leider nicht genug Hände für die volle Bedienung. Deswegen muss ich hier mal Gebrauch vom besten Freund machen. So. Müsste sogar freihändig gehen. Klingeling. Hab ich es. Hier sieht man dann übrigens auch nochmal schön, na, hier wackelt nichts mehr. Also hier eiert vorne der Stumpen überhaupt nicht mehr. Also die andere Nockenwelle hat definitiv einen Schlag vorne abgekriegt. Ja, nach längerer Überlegung und einem Tipp aus einer WhatsApp-Gruppe, in der ich noch drin bin, die ich auf dem Laufenden halt, was ich so mache, kam ich dann tatsächlich auf die Idee, dass es doch wohl möglich sein kann, dass die kaputten Lager, beziehungsweise der kaputte Lagersitz damit was zu tun hat.
Und dass durch die fehlende Stabilität in Lagern das Stirnrad angefangen hat zu oszillieren, wackeln, eiern. Und man sieht doch ganz deutlich an der Zahnflanke, dass das Rad von der Nockenwelle vom Motor, über das die Pumpe angetrieben wird, wohl ein bisschen damit gekämpft hat. Naja, keine Ahnung, wir werden es nie erfahren. Bis dahin, euer Dominik.